Na gut. Einen zweiten Traktor. Ja, das ist sehr nice. So, ich folge dir. Wie schnell fahrst du? 8. Time 8. Mehr geht nicht. Ja, was drücken, schalte ich auch auf 8 runter. Mehr geht nicht. Bam, dann haben wir jetzt richtig Kohle dann. Ja, das heißt, das nächste Mal sparen, dass wir Ballen machen können. Und dann Silage. Genau. Wie schnell fährst du rauf? Auch 5? Ich fahre jetzt Level 8. 8 schaffst du, aber. Jetzt sind 7. Okay, aber er schafft auf jeden Fall mehr den Berg hoch als dann mit dem Ladewagen. Ja, na, mit Ladewagen bist du echt langsam. Ja. Oh, da habe ich was vergessen. Ah nein, das ist Ende Gelände da. Ja, aber jetzt geht's dann deutlich schneller. Ja, zu zweit. Also. Ja. Jetzt habe ich schon quasi wieder diese 1200. Also ich habe schon 10% wieder. Dafür fahre ich halt runter auch nicht schneller. Runter zieht deiner. Ja, wurscht, ich fahre jetzt die 8 km/h. Also. Das hätte ich nicht geglaubt, aber im Endeffekt ist man, glaube ich, mit. Nein, du hast die Geschwindigkeit drosseln, aber. Ich glaube, naja, es könnte sich aufs Gleiche rauskommen. Ich kann einmal Gas geben dann. Runter bist du schneller, rauf bin ich im Endeffekt schneller dann. Also, wenn es wirklich steil ist. Tempo geben. Fahrt's einmal durch, dann was geht. Ich glaube halt schon, dass ich schneller bin. Ja. Schneller geht's halt leider nicht. Was halt da auch blöd ist, ist, dass ich quasi die Spur da jetzt fahren muss, auch immer. Was meinst du? Also quasi, wo du jetzt runterkommst, muss ich jetzt quasi fahren. Dass ich da wieder weiter abmähe. Ja, das ist aber eh nur beim Rauffahren. Ja. Schau. Ich hab jetzt nochmal auf Gas. Was meinst du auf Gas? Ich fahr jetzt Vollspeed hinterher mal, so schnell wie es geht. Ah, okay. Dann sehen wir. Wenn nicht, wie gesagt, dann drossel ich ihn auf die 10 zum Beispiel. Bin ich runter ein bisschen schneller, aber beim Rauffahren bist du sowieso schneller. Ja, dann passt's. Und abladen muss ich dann auch zwischendurch. Da links liegt auch noch was zum Aufsammeln eigentlich. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt unter uns, das ist noch nicht, das ist gewachsenes Gras, oder? Das ist jetzt schon gewachsen. Aber es kann ja jetzt schon gewachsen sein, wo wir gerade mähen, oder? Eigentlich nicht, nein. Weil da drüben ist teilweise gewachsen, da gibt es wirklich kahle Flecken.
Aber schon angenehmer jetzt, einen Traktor zu fahren. Glaube ich doch. Nicht nur Bäume hin und her zahn. Aber hat dazugehört. Man kann sagen, wir sind Bäume frei auf der einem Feld. Wir zerstören da eigentlich gerade eine ganz schöne Bienenwiese. Wow, Gas, mit dem kann ich durchfahren und mit dem anderen bin ich hängen geblieben beim Baumstamm. Obwohl ich glaube, dass es trotzdem gleich schnell ist. Gut, jetzt würde ich quasi in deiner Spur wieder zurückfahren. Eben, darum sage ich. Und ich bin bis jetzt auf Vollgas, also. Na, nix. Muss sogar ein bisschen warten. Ich glaube auch, dass meins ein bisschen breiter ist, als du aufnehmen ja. kannst. Darum fahre ich jetzt ein bisschen weiter links auch. Davon sieht man eh, dass ich ein bisschen was auf der rechten, aber dann fahre ich immer ein bisschen weiter links. Ich hoffe halt wirklich, dass das nachwächst. Weil wir denken, wir haben jetzt fast ein Viertel schon abgemäht. Ja. Stumpf. Habe ich auch gerade gehabt da unten. Schon von mir jetzt fertig gemacht. Wirklich. Weil vor allem, wenn du auch noch so langsam fahrst, ist es nicht so einfach, da immer wegzukommen dann. Ja, muss man echt zurückschieben eigentlich. Ja. Ja, nach dem Baumstumpf habe ich hier auch wieder was auslassen. So, jetzt wird's interessant.
Ich habe auch noch nicht zurückgeschoben, ich bin immer eine Kurve gefahren. Ich wollte schauen, ob das schneller ist, das zurückschieben. Sonst war ja auch die Kurve. Ich wollte schauen, ob das schneller geht, aber es geht eben schneller. Der Schlangenlinien wie ein besoffener Bauer. Ja, da war der Baumstamm. Jetzt muss ich etwas anderes probieren. Aber da geht jetzt dann richtig was weiter. Das ist jetzt noch immer nicht so voll schnell. Aber es ist auch mindestens effizient. Ja. Bin gespannt. Habe ich den gleich voll? 10% noch? Bei allen Folgen war das Test 966, gerade gesagt. Ja. Das heißt 10. Über 10 Wagen brauchen wir dann noch. Das ist gar nicht was. Nur dann schauen, was das jetzt und so kostet. Aber ich glaube, desto länger wir jetzt fahren, irgendwann kommen wir uns nicht mehr in die Quere, weil du bist jetzt schon, sag ich, einen halben Wagenbreite voraus. Ja, du musst jetzt dann abladen auch noch fahren. Ja. Und dann kommen wir uns, glaube ich, gar nicht mehr in die Quere. Hätte ich aber nicht geglaubt, dass ich da schneller bin. Gut, du draußen das Tempo. Nein, ich drossel nicht. Ach so. Ich fahr voll. Der Baumstumpf hat er ein bisschen aufgehalten. Bei mir zuerst. Ich dachte halt, ich habe halt gemerkt, dass es darauf ankommt, wie weit unten ich auch abgeschnitten habe. Weil bei dem anderen habe ich nur das gehoben. Hinten. Mhm. Und bin drüber gefahren. Bei dem zweiten ging das nicht mehr. Ja, stimmt. War ein bisschen zu groß dann. Warum, aber jetzt fahre ich dann nur mit 2 km/h hoch, Alter. Aber das Gute ist, es wird immer flacher dann. Ja. Darum habe ich am Schluss dann immer noch runter gemacht. Hast du eigentlich geschaut, ob es, wenn du nicht diagonal, sondern da längs nach fast, ob es dann besser genau geht? So. Das ist genauso. Ich habe gedacht, unten ist halt flacher, deswegen. Also, ich habe damit auch Probleme gehabt. Fährst du noch oder stehst du schon? Da fliegt ein Helikopter. Echt? Ich sehe nur einen Herbstluftballon. Dann sehe ich auch, aber da ist gerade ein Helikopter über die Karte bei mir geflogen. Okay. So. Da ist der Tausender. Wie viel brauchen wir jetzt? Haben wir gesagt? Ich weiß es nicht, haben noch nicht geschaut. Ah, okay. Und dann noch zum Schluss dran. Was wir da jetzt einen Plan haben. Boah.
Aber stimmt, dabei kommen wir uns nicht in die Quere. Baumstamm. Das war das Zeichen für Baumstamm. Oder? So, aber leider, das sieht man im Gras nämlich nicht. Na, ich stand schon nämlich, wenn du sie frei gemacht hast. Wieso nimmst du so wenig mit? 11.000 mit Holz bis jetzt gemacht und 4.300 mit Gras. Gras. Und beim Feld ist noch lange nicht Ende. Hier mal ein Wahnsinn, so ein Riesenfeld einmal zu bewirtschaften, auch mit Saatgut. Warte, sei, ich würde da nichts. Boah, das war jetzt keine gut gefahrene Kurve. Ich würde dann eben Ehrfelder draus machen. Mhm. Zwei zumindest oder so. Ja. Das geht sich aus. Fahr mal. Handy, Alter. Handy? Was? Kurz aufs Handy geschaut, auf einmal falsch gefahren. Achso. Wissen. 22:25 Uhr reale Zeit. Ja. 10:11 Uhr Spielzeit. Ja, gut, die sehe ich. Ich fahre ihn oben, bevor ein Traktor aussteht. Hört sich gut an. Dann kann ich noch schauen, wie der Plan dann weiter aussieht mit Ballmaschinen. Na gut, das können wir uns noch anschauen. Aber ich muss dann mit unserem Bauernhofhund raus. Ein Bauernhofhund? Ein Bauernhofhund. Ich werde sogar dann noch abladen, weil ich bin bei 70% gleich. Ah, nice. Naja, es geht jetzt wirklich flott. Bin sogar
Wir sollten vielleicht sogar überlegen, bevor wir ihn ballen, ob wir nicht die Traktoren generell stärker machen, um die 5000. Mhm. Also insgesamt 10.000. Aber ja, müssen wir zuerst schauen wegen den Ballmaschinen auch, was sie brauchen und so. Ja. Ich glaube, ich muss mal Schaltknüppel auch anschalten bei dem. Was, warum der nämlich auch so langsam rauffällt, ist mir jetzt aufgefallen. Er schaltet immer zwischen erster und zweiter ganz hin und her. Ah, okay. Und jedes Mal im Schaltvorgang bleibt er stehen. Also, beschleunigt er nicht. Halte ich da mal einen Handschalter dazu? Und das haben sie halt schon wirklich gut gemacht mit der Schaltung. Habe ich erzählt mit dem Vergleich, den mal einer gemacht hat, der auch so einer, der sehr viel LS spielt. Der hat den gleichen Traktor mit Handschaltung, also dass er selber schalten muss. Er schaltet normal immer selber, aber wollte mal testen. Unterschied, wenn er selber den Traktor schaltet und wenn er quasi das Spiel schalten lässt. Okay. Und er hat so ein Feld, ich weiß nicht welche Größe, aber er war um 15,30 oder 32 Minuten schneller mit dem Feld fertig als. Also mit dem Automatik-Traktor, also selber, weil das schaltet so hin und her die ganze Zeit. Wie jetzt quasi. Das bremst sich dann aus. Und so war das halt auch bei ihm. Mhm. Also so im zweiten Gang hat er quasi immer gewendet dort auf dem Stück. Und der Automatiktraktor ist dritte, vierte, dann wieder die zweite. Okay. Also der günstigste Ballenpresse kostet 17.000. Okay. Braucht 60 PS. Könnte sich auskennen, oder? Hat 125 cm Ballen. Na gut, größer werden wir es eh nicht kriegen, oder? Und den Preis nicht. Dann gibt's noch eine, die im 22.000, die macht Quaderballen mit 120 cm. Aber die können wir halt nicht. Brauchen. Polieren. Genau. Na gut, dann bringt es uns schon nichts. Ja, dann ist die Klaus um 17.000 im Rennen, sag ich mal. 60 PS. Wie gesagt. 60, ja. Was haben wir unsere Traktoren? Auf jeden Fall einen abkönnen. Ja. Ballenwickler. Ich weiß nicht, aber wie viel der braucht. Da gibt es einen um 15.000. Das heißt 32.000 bräuchte man. Machen wir sie nachsparen. Plus ein Upgrade. 5.000 sind 37.000. Dann kommt doch an, ob wir uns dann einen Anhänger auch leisten. Was für ein Anhänger? Dass wir die Ballen abtransportieren können, meine ich. Würde ich jetzt am Anfang nicht unbedingt, oder? Du weißt, das muss einzeln hinzusammenbauen. Ja. Weil es gibt einen Ballenanhänger, so einen gemoddeten um 2200. Oder um 4500 ein. Ja, oder sowas kann man danach. Schauen wir gerade jetzt wirklich, wo man tanken könnte. Ah, da hinten. Kann wirklich gut danken. Ja, hinten.
Am Ende. Ah, sehe ich schon. Da kann man gar nicht auf die Straße raus eigentlich. Aber schön, schön. Ach gut. Ja, schön. Schön.